an einem Ort fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein! Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun, bald, mein Schatz, doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft, gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah, dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Jerry! Jerry! Oh, ja? Ja? Aufstehen, du Schlafmütze! Oh nein, die Schule! Ich komme noch zu spät! Schau doch, wie schön die Sonne draußen scheint! Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen? Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los. Noch 2 Tage Abenteuer. Wie jeden Morgen mit dem Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Aber bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Wow! Wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Pah, Schlauberger! Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Brav, fein gemacht. Kinderspiel. Und so können Sie alles angehen, ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur anklicken. Ein Klick, alles ein Klick. Aha, ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da, wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie... Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Oh, er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Auweia, der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also, suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Hm.
Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden? Na dann los. Gut so. Das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Tut das nicht gut? Ihr Inventar. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Hübscher Korb. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Und jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Ups, der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Na, das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und? Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Oh, Jerry, du hast den Korb. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry, Schatz. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Und denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen.